Heute in Kultur im Profil die Tänzerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Marianne Hettinger. Geboren ist sie in Augsburg, aufgewachsen in Leitershofen und seit 20 Jahren lebt sie jetzt in New York. Doch für die Dreharbeiten zu ihrem ersten eigenen Spielfilm Mango Tango ist sie zurück in die alte Heimat gekommen. Sie selbst spielt die Hauptrolle, hat das Drehbuch geschrieben und führt Regie. Du bist beschrieben als so ein Multitalent. Also du bist Tänzerin, Schauspielerin, hast auch gemodelt, jetzt Drehbuchautorin. Würdest du dich selber auch so beschreiben? Ja. Als Multitalent, weil du einfach Lust hast auf alles? Ich habe schon seitdem ich 7 bin immer geschrieben. Und mit 19 habe ich schon mein eigenes Ein-Personen-Stück geschrieben. Das habe ich in New York aufgeführt. Und dann habe ich ein paar Dokumentarfilme gemacht. Ich habe immer sehr viel Spaß, meine eigene Geschichte zu erfinden, zu zeigen oder von anderen Menschen Geschichten. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und durch mein Training ist es mir möglich, selber als Schauspieler vor der Linse zu stehen und mir selber große Rollen zu geben. Und nicht warten, bis Hollywood mich jetzt da entdeckt. Ich entdecke mich selber und dann wird Hollywood mich entdecken, hoffentlich. Wie wichtig ist dann jetzt aber, also du bist ja schon als Tänzerin vor allem auch sehr erfolgreich. Das war ja auch das, was mit dem es, glaube ich, angefangen hat, auch als du rüber bist in die Staaten. Wie wichtig ist das jetzt im Film dann noch? Das hat eine Nebenrolle eigentlich, das Tanzen. Nur die innere Befreiung, die meine Person, die ich spiele, durchgeht, ist sehr mit Bewegung bezogen. Das ist also die einzige rote Faden, den sie hat, egal wie schlecht es ihr geht. Der Tanz macht sie immer sehr froh. Und der Tanz wird leider auch gebraucht, um mich zu manipulieren in dem Film. Also es ist, das Element kommt immer vor. Es ist ein Element davon. Ich würde nicht sagen, dass es das Hauptelement ist, aber es ist ein Element. Ist es denn so, wie du dir das vorgestellt hast, jetzt mal einen eigenen Film zu drehen, wo du selber Hauptdarstellerin bist, aber auch Regie führst? Ist es vielleicht sogar schwieriger, als du es gedacht hast, oder läuft es ganz gut? Es läuft ganz toll, weil ich genau weiß, was ich will. Ich habe die Bilder im Kopf und ich habe ein sehr gutes Team hier zusammengeholt. Sehr gute Schauspieler und einen fantastischen Kameramann, der Co-Regie führt. Und in New York ist ein bekannter Regisseur, der John Gallagher, den kann ich auch fragen und der wird selber mitspielen als Schauspieler. Das ist also, ich habe bei ihm mitgespielt als Schauspieler und jetzt spielt er als Schauspieler in meinem Film. Das hat sich jetzt gewendet. Aber ich habe sehr viele Freunde und Leute, die mir helfen, wenn ich Fragen habe. Aber ich habe schon viele Sachen so inszeniert, so im Theater, so kleine Sachen hier und da für Jahre lang. Und da diese ganze Erfahrung kommt jetzt raus. Also, aber es ist sehr viel Arbeit, weil ich viele Sachen zur selben Zeit mache. Ich muss produzieren, ich finanziere selber, ich habe es geschrieben, ich stehe vor der Kamera, ich bin Therapeut. Weil manchmal die Crewmitglieder oder so, da gibt es Sachen, die passieren mit den Leuten, wo immer Menschen sind, da passieren Sachen. Und habe auch Kostüm selber gemacht. Zum Beispiel habe ich mein Tango-Kleid vergessen. Und dann musste ich in der Nacht, vor ein paar Tagen, musste ich noch aus einer Gardine ein Tango-Kleid nähen. Aber es hat funktioniert. Ja, prima. Marianne Hettinger studierte 2 Jahre am National Shakespeare Conservatory, dann 7 Jahre lang Tanz. Geld verdiente sie damals nebenbei als Model. Mittlerweile ist sie mehrfache amerikanische Profimeisterin in gesellschafts- und lateinamerikanischen Tänzen. Außerdem schrieb sie Theaterstücke und Drehbücher und trat in ca. 20 Spielfilmen und Theaterstücken auf. Hier im Bild tanzt sie übrigens gerade mit Antonio Banderas, und zwar in der David Letterman Show. Marianne, wie ist es denn jetzt nach langer Zeit wieder mal hier in der Heimat zu sein, hier in Augsburg? Ich fühle mich richtig gemütlich. Es ist ein ganz anderer Pace, also es läuft alles viel langsamer ab. Und ich erinnere mich noch an die Kulissen hier sehr gut. Und wir warten auf gutes Wetter jetzt. Das ist das Einzige. Ich habe jetzt nur den Film, dass ich den Film jetzt gut rausbringe, im Auge. Aber nebenbei genieße ich dann Kuchen. Ich habe gestern meine Diät gebrochen. Seit 120 Tagen keinen Kuchen mehr gehabt. Habe ich gestern zum ersten Mal. Ich konnte nicht widerstehen. Was gab es denn für einen Kuchen? Das ist so ein Haselnusskuchen mit irgendwie so Amaretto oder irgend so ein Alkohol war da drin. Aber es ist sehr, sehr lecker. Hat sich also gelohnt, total, die Diät zu unterbrechen. Und dann auch Leberkäse und so. Wie heißt es? Kartoffelsalat. Gibt es nicht in den Staaten oder nicht so gut? Es gibt es, aber es ist nicht dasselbe. Leberkäse gibt es überhaupt nicht eigentlich. Ja, jetzt hast du deinen Film schon angesprochen. Mhm. Heißt Mango Tango. Ja. Wird beschrieben als Umweltthriller mit ein bisschen Humor und Tanz. Humor und Tanz. Wie passt das denn alles zusammen? Also
Das Leben ist ja sehr vielseitig und es spiegelt wieder. Es geht um die Reise einer Frau, die sich von anderen immer übermannen lässt, die sich klein gemacht fühlt in Beziehungen, die einen Therapeuten trifft und dann so langsam zu sich selber kommt, aber dann taucht ein Stalker auf. Also sie wird verfolgt in New York und dann wird sie alles zu viel. Sie geht nach Deutschland, wo sie her ist und will sich ausruhen, aber dann wird sie weiter verfolgt. Und es kommt dann in Deutschland, ist also der Höhepunkt des Filmes, da kommt es dann zur Befreiung. Und ich habe das versucht, mit Humor reinzubringen, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Das ist, Humor ist sehr wichtig. Und das ist auch, die Umweltfrage ist auch da angesprochen, und zwar die globale Erwärmung. Ich will auch zeigen, wie schön die Welt ist, wie schön die Natur noch ist in den Alpen, hier im Wald, in den Augsburger Wäldern. Und es fängt mit einem Ameisenhügel an und dass wir das alles, dass Umweltschutz Menschenschutz ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich werde auch, wenn ich Geld mache, 10% für Umweltschutzorganisationen also abgeben. Und Al Gore, mit dem habe ich auch schon gesprochen, der war der Vizepräsident, hat einen fantastischen Dokumentarfilm rausgebracht über An Inconvenient Truth, also eine ungemütliche Wahrheit. Und das hat mich sehr inspiriert. Und auch mein eigener Vater, der schon in den 70er Jahren immer für Umweltschutz sich eingesetzt hat als Vorsitzender der westlichen Wälder und so. Also das alles kommt mit rein. Was denkst du, bis wann der Film fertig sein wird? Also so im Dezember, denke ich mir. Wir machen den im Oktober in New York fertig, September, Oktober. Und dann wollen wir so 2 Monate zusammenschneiden und dann haben wir mit Musik, da muss noch viel gemacht werden, dann hoffentlich ist es dann Ende Dezember fertig. Das muss dann in die Filmfestivals bringen. Drehpause für die Crew. Die Szene am Rathausplatz muss unterbrochen werden, denn es beginnt zu regnen. Zeit für eine kleine Pause. Zur Crew von Marianne Hettinger gehören neben Schauspielern und Kameramann auch einige Freunde und Bekannte, die kleine Nebenrollen im Film besetzen. So zum Beispiel der Augsburger Krimi-Autor Bruno Rabel.